Leute, willkommen zu Tom Clarence The Division. Habe ich richtig gesagt, Sven? Ja, schon ganz okay. Also kann man schon akzeptieren. Guck mal, da fliegt sogar Sven seine Waffe durch die Luft. Ah ja, gut, wir haben First Bug. Juhu, First Bug. Ja, das ist die Open Beta. Ist gestern rausgekommen. Nee, heute. Heute rausgekommen, gestern zum Download bereitgestanden. 30 GB, der aber hat nichts sonst zu tun. Ich bin immer noch erkältet. Und ja, erzähl mal was, Sven. Warum hast du eine Waffe? Ich nicht. Achso, hab ich. Erzähl mal was zu dem Spiel, Sven. Das Shield, ich keine Ahnung. Wir sind halt in einer verseuchten Stadt. Aber das Shield ist nice, oder? Naja, die Waffe ist schon wieder geflogen. Wenn ich das Shield aktiviere, dann habe ich Schadensresistenz und mache Bonusschaden. Aber wie mache ich das wieder weg? Shield weg. Hä? Habe ich es weggeworfen? Ja, es liegt vor dir auf dem Boden. Aber, Ich habe mein Shield einfach weg. Ah, hier, so gehe ich in Deckung. Nice. So, das hier ist die zweite Waffe und das hier ist der Sidearm. Okay, ich verstehe langsam. Ja, wir sind halt in einer, von einer, ja, Quarantäne, irgendwas zerstörten Stadt. Und ich probiere es mal, ob ich mit dem Controller das Ding hier gut spielen kann. Probier mich am Controller. Ich habe Ratten getötet. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber ich glaube, es gab Punkte. Es gab, glaube ich, Erfahrungspunkte. Also auf Ratten kannst du schießen, ne? Ah, so schieße ich, okay. Ich habe zumindest schon mal rausgefunden, wie ich schieße. Ah, und so ist mein Shield, okay. Das habe ich auch schon rausgefunden. Ich habe so einen Impulsgeber. Sven hat das Schild. Schmeiß das Schild wieder weg. Schmeiß das Schild wieder weg. Ey, du sollst drüber klettern, du Affe. So, jetzt. Jetzt komm, hier ist doch nichts. Ich will das Schild wegwerfen, aber ich krieg's nicht mehr weg. Steck's doch mit F oder so. Probier F. Ich probiere gerade Controller, Mann. Achso, du hast gerade weggeschmissen. Du hast weggeworfen. Ja, wollte ich doch. Okay. Auf jeden Fall, ich habe so einen Impulsgeber. Sven hat das Schild, beziehungsweise hat das Schild nicht mehr. Doch, ich hab's gleich wieder. Warte, ich will es jetzt auch mal wissen hier. Nee, das ist Schaden, was ich hier austeile. Achso, ist Schaden, das ist hellblau. Ich glaube schon. Ups, die lebt einfach immer noch, die Drecksratte. Da vorne läuft jemand. Sind das Zivilisten, ne? Ja, das sind Zivilisten. Also okay. Wie gesagt, noch einmal, ich habe so einen Impulsgeber. Sven hatte ein Schild. Mit dem Impulsgeber kann ich einen Impuls losschicken, der mir sagt, ob Gegner in der Nähe sind. Stufe 2 bis 4. Ist das da vorne auch? Ja, ist auch ein Alles Zivile. Nee, hier sind nämlich nicht nur Zivile, Futur. Doch, sind hier Zivile. Glaub aber nicht mir, hier nur. Hier schon. Ich habe jetzt warum einen Impuls. Warum fällt der um? Weil der infiziert ist. Echt jetzt? Sollen wir ihn erlösen? Nee, er ist grün, der ist clear, der ist tot. Ich erlöse dich! ich konnte ihn nicht schnell erlösen. Er war schon tot. Er hat sich selbst erlöst. Okay. Komm weiter, go, go, go. Ich muss wissen, wie ich Waffe wechsle. 1, 2 und 3. Nein, Controller. Okay, nach oben, um einen Feind zu markieren, dass er bezielt. Drücke 5 Sekunden lang, um einen Countdown einzustellen. Wo wechsle ich Waffe? Ihr Ziel, hier schießt er. Ihr Shield, oh, jetzt habe ich wieder Shield ausgerüstet und Shield weggeworfen. Also das ständig? Jetzt schlage ich. Ja, ich habe das halt immer wieder, wenn sich die Fähigkeit auflädt. Ach so, und dann muss es wegschmeißen. Ja. So, das ist nichts. Das hier ist Reload. Ah, hier ist Waffenwechsel, okay. Weiß nicht, soll ich das nicht? Sorry, wenn ich da also unerforscht. Ja, wohin gehen wir? Ah, da kommen wir nicht hin. Darum müssen wir hier lang. So kletter ich, okay. Do not enter! Los, Attacke! 120 Meter haben wir noch. So, ich glaube, ich mach's doch nicht mit Controller, weil habe ich dir die Steuerung doch nicht angeguckt. Ich glaube, ich bleibe bei Tastatur. Zweimal, um mich abzurollen, okay. Doch, ich will die Herausforderung mit dem Controller jetzt. Mach doch. Ja, will ich auch. So, wo ist A auf dem Controller? Warte. Oh! Ich hätte Feindhauptquartier entdeckt. Wollen wir die wegballern? Ja, warte, ich tu erst einen Sensor rauspingen, ob das Feinde sind. Ja, sind sie. Ich hab schon markiert. Ja, zwei Stück. Die zwei linken sind Feinde. Okay. Da ist noch einer. Da kommt noch einer. Rechts, links. Warum stehe ich eigentlich hier oben? Ja, komm halt runter.
Scheiße. Es ist ein Boss. Gott, Hammer. Sicherheitsgürtel und Credits informiert. Du kannst die nämlich nicht looten, das ist das doch, doof. Ja, den kannst du looten. Ja, Sturmgewehr, Munition. Alles nehmen. Wo ist X? Ah, hier ist X auf den scheiß Xbox-Controller. Ich hab nur drüber laufen müssen. Ah doch, die kannst du alle looten. Einfach drüber laufen. Ah ja, Splittergranate. Was, und F untersuchen? Was haben wir denn? Inventar. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Warte mal, ich hab was im Inventar, hab ich was Neues. Was hab ich denn? Ah, Select ist die Karte, okay. Rüstung. Ja, müsste ich nur noch wissen, wo die Karte ist. Ein neues Objekt, da weißt du, das habe ich neu. Schützender Panzer. Okay, nee, ich spiel auch Tastatur. Okay, wir brauchen wieder eine neue Mission, das heißt hier Missionen. Achso, war das jetzt schon eine Mission? Ja. Das war ja ein bisschen lächerlich. M für Mission. Welchen nehmen wir jetzt? Einsatz? Wir wissen, dass die Operationsbasis von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Oh, das muss unsere erste Priorität sein. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter. Granaten mit G. Alter, wie der Hund noch gejault hat. Du bist so ein Arsch. Ja und? Kannst du nicht hier einfach Hunde erschießen? Ich habe jetzt alles Ratten. Die Möwe wollte ich eben noch erschießen, aber die wollte nicht so einfach sterben. Hörst du auf? Wer Hunde erschießt, muss sterben. Okay, jetzt bin ich voll dabei. Ich habe beide Maus wieder und meine Tastatur. In Shootern ja, doch eindeutig die bessere Wahl, meiner Meinung nach. Ich glaube, das andere nimmst du besser für Rocket League. Also. Oder das. Boah, ich habe voll die klassische Sprungrolle gemacht. Ja, die kann ich auch. Ne? Hey, hier ist der Hund sieht irgendwie nicht mehr so gesund aus hier. Aber er guckt mich ganz wehleidig an und dann... Oh, ist der süß. Schau dir den mal an, den putzigen Kleinen. Welchen denn? Wo den denn? Hier. Was denn? Der Hund hier hat mich gerade ganz süß angebellt. Welcher Hund? Sag mal, wo ist der Hund? Ja, jetzt... Er hat... Blöd, wenn du immer wegrennst, dann war schuld. Dann verpasst du die ganze schöne Sache. Wo ist der Hund? Der ist gegangen. Hat ein neues Arschloch. Du bist so ein Arsch. Du auch. Na, ich mach keinen Schaden. Ja, weil wir hier leider in der PvE-Zone sind, nicht in der PvP-Zone. Gibt nämlich zwei Zonen. Einmal die hier, da spielt man gegen Bots und dann gibt's eine, wo man gegen Bots und richtige Gegner spielt. So, Steuerung zum Deckung überspringen. Okay, läuft. Ja, musst du davor und dann kannst du drüber. Ja, hab ich doch beim First Try hier geschafft, nicht so wie du. Oh, scheiße. Wie weit weg bist du denn? Viel zu weit. Ich muss doch den Hund angucken. Ah ja, da, ich seh dich herrennen. Warte mal. Ich muss den Hund angucken. Musste. Jetzt komm mit. Emotionen. Sie können Emotionen, indem sie eine bestimmte Taste finden oder Alter, entsprechend ich hasse das benutzen. Wie komme ich da drüber? Pennsylvania. Ah, Steuerung. Auf 29. Wall Street. Doch, in Pennsylvania. Ich bin hinter dir. Oh, noch 120 Meter. Oh. Also Feinde! Alter, die Waffen sind so schnell leer. Ja, du musst auch zielen, du Bunker. Also ich mach pro Magazin mindestens einen Kill, wenn ich das merke. Hab ihn. Ich hab drei weg. Ich hab einen. Ich stehe auf einmal neben dir, haben die auf einmal Waffen gezogen, die Wichser. Ich lauf an dem vorbei und auf einmal ziehen die alle Waffen. Ja, du sollst halt warten, bis ich mit dem Impuls komme. Dann kann ich dir sagen, ob das gut oder böse sind. Ich hab ja ein Shield, alles gut. Zentrale, hier ist Division Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer. Phase 2. Sag mal langsam, Sven. Du hast noch alles Leben. Angegriffen. Wer ist? Ich weiß nicht, welche Art Hilfe sie. Scheiß drauf, wir nehmen alles, was voll. Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Flug? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Keine Ahnung, nichts dafür, wenn die Leute neben mir auf einmal Knarren ziehen.
lauf hier durch. Seitengassen mag ich lieber. Achtung, keine Bedrohung. Auf lokale JTF-Frequenzen. Die Operationsbasis ist sicher. Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Oder auch Zeitas Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Stelle. Wir müssen da rein. Martinez, zur Flanke! Los! Tot. Oh, die treffen wir. Bis hier rüber. Klasse Gangster. Alter, machen die haben. Die hacken aber rein hier. Ja, du musst ja auch Deckung nutzen, wie auch noch. Das ist ein Deckungsshooter, du musst eigentlich die ganze Zeit hinter der Kiste stehen. Das ist so wie Planet Zelt. 3. Der da hinten ist voll der Waffe. Dieser Pool. Machst du auch was, Sven, oder bist ja, du ja, ich hab die ganze Zeit geschossen. Ich hab auch gut was abgeschossen. Was hat der hier? Macht den Personalshooter. Fuck. Du bist jetzt wieder voll leise. Ja, weil es hier gerade mega laut ist. Ich was hack hier das? Alles weg. Kritischer Treffer, was? Eine Bedrohung noch. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Kommt dann mit dem Schild. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Okay, ich muss auf jeden Fall noch leiser machen und glaube ich auch. Gehen Sie das an. Also ich bin jetzt schon auf 10% Musik. 6% Umgebung ungefähr, aber es geht gar nicht, da mache ich 5% und Dialog mache ich auch auf 10 runter, das Spiel ist mega laut. Ja, ich weiß. So, wo müssen wir jetzt hin? Na, erstmal muss ich mein Schild wieder loswerden. Haus weg. Ja, da vorne ist irgendein Ausrufezeichen. Operationsbasis betreten. Sicheren Bereich betreten. Doch so langsam? Kannst du ja auch nicht mehr rennen? Nee, du kannst ja auch keine Waffe benutzen. Oh, stand doch gerade da. Ich hab ne Cutscreen. Was hast du? Ich hab ne Szene. Nö, das hab ich nicht. Video. Bist du schon wieder vor mir? Ich bin da reingelaufen, wo wir hin mussten. Ja, du bist wieder vor mir. Jetzt hab ich auch den Video. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Virus am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen okay. Im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Ich bin mein Medizinflügel. Ich bin mal immer Inventar auffüllen hier. Ein Belohnungshändler. Kann ich da irgendwas machen? Nö. Keine Objekte zum Einlösen. Kann ich was verkaufen, irgendwas, was ich nicht brauche? Nö, ich kann nichts machen. Wäre mal schön, wenn du mal wartest. Bist denn schon wieder? Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen. Oh, ich habe eine Verbesserung für eine meiner Waffen. Wo bist du? Beim Händler gerade durch. Gerade durch, ich bin noch am Anfang. Ha ha ha!
Drück doch Map, dann kannst du einen Wegpunkt auf mich setzen. So, ich sehe dich. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele falls schon versucht dieser haben, dass die Dollarseuche ausgelöst hat. Na guck, mit dir hier, da bist du. Den Tod fanden. Ich kann hier keinen Wegpunkt ansetzen, dachte ich. Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist tat. Doch, jetzt habe ich dich gewählt, glaube ich. Kann man nichts machen. Ich sehe dich immer noch nicht. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte Blablabla, die hat mir jetzt zugespalt. Warte mal. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Okay, ich habe schon zweite Dingsies angemacht. Ja, nach oben muss ich noch. Technik fliegen. Ich habe meine Munition aufgefüllt. Doch, sowas habe ich noch nicht gemacht. Techflügel? Also, ich glaube, wir sehen uns hier gar nicht. Kann gut sein, ich bin gerade die Treppen hoch zum Technikflügel. Ja, bin ich auch, aber das sehe ich dich nicht. Gut, dann sehen wir uns hier nicht. Ah doch, ja, ich sehe dich auf der Karte, guck mal, Karte oben. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Hier steht gerade jemand an, da. Ja, aber ich sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Aber wir stehen laut Karte jemand an, da. Einen von drei Flügel untersucht. Ich habe alle drei gemacht. Das heißt, ich gehe wieder raus und wir treffen uns draußen. Ja, warte, welche Flügel brauche ich denn noch? Alle drei, Technik, Medizin und das andere. Hä, Medizin war ich drin, aber den hat mir nicht angezeigt. Du musst die Computer anmachen. Ach so. Die Ausrufezeichen muss ich anmachen. Ja, die Computer halt. Ja, jeden Flügel untersucht. V lang am Eingang treffen. Ja, ja, mit der rede ich gerade schon. Und die englischen Stimmen sind ziemlich geil. Ach, das ist V lang. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit klingt ziemlich geil, weil ich habe nur die Dialoge auf Englisch gestellt und den Rest auf Deutsch. Und es hört sich ziemlich cool an. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit. Soll ich hier Munition auffüllen? Mach mal. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie vielleicht bin man wieder draußen, ne? Werden? Nun, ich hab's probiert, aber es hat nicht jo. Funktioniert. Nicht für mich. Ah, jetzt kann das ich ja wieder rennen. Nee, jetzt ist nicht meine mehr. Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Warum genau ja, kann ich jetzt okay. Wieder nicht mehr rennen? Okay. Die Sicherheitszone verlassen, ich bin wieder draußen. Lassen wir sie nicht hängen. So, jetzt kann ich endlich raus. Kommst du auch? Jo. Jetzt kann ich wieder nicht rennen. Ja, das ist in dem Gang da irgendwie so. Ich sehe dich da draußen, deine Punkte. So, jetzt habe ich auch wieder Waffen. Was machen wir erst da? Grüne hier direkt. Siehst du nicht, wenn so. Ich eine Mission auswähle? Doch, den Krankenflügel-Dinger. Doch, das siehst du. Okay, passt. Der liegt da, der ist tot. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Ja, rein mit uns. Wow! Fuck! Als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Wie kann ich den Medic machen? V. Ach Gott. Okay, ich habe mir jetzt einmal die Nahkampfwaffe ausgerüstet, die M5 auf Nummer 2. Warte, ich habe gerade da oben gekommen, ist er? Ja, ich hab's gesehen. Alter, ist das ein Echo hierhin. Alter, der Sound in der Halle hier. Das ist halt brutal. Sag mal, ich schenk dir denn was. Oh oh. Das ist für dich! Alter, die Waffen sind aber viel zu schnell leer. Aber es halt echt verdammt hier drin. Ja, das ist übel. Vor allem, wenn man mit der MP schießt. Du Schleer, safe. Da oben ist einer. Der Schoner, der
Was? Ich habe eine doppelläufige Schrotflinte? Yes, Mama! Wo sind die her? Ja, 9 Minuten, Alter. Warte mal, das muss ich ausrüsten. Ne? Hab ihn. Wenn Sie Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Blendgranate gefunden. Ich hab ne doppelte. Mit 96 Schuss, jetzt soll ich Spaß haben. Alter, wie kann man eine 96 Schuss Schrotflinte? Weißt du, wie viel Kilo... Was? Boah. Ich folge dem Ding hier. Ja, warte, ich bin hinter dir. Ja, ich weiß. Mach ja schon langsamer. Hier drin irgendjemand? Was? Nein, sieht nicht so aus. Keine kritische Person. Hackst du? Ich geb Feuerschutz. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Dr. Candle retten. Okay, die ist hier oben. Note. Bereit? Wen müssen wir retten? Dr. Candle. Candle, jawohl. Hauk mal rein, ne? Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Ne, okay, Leute oben safe. Im Restaurant, hat sie gesagt. Es gibt jede Menge von den Typen, ja. Aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Ich habe jetzt halt die Shotgun dabei, ne? Okay, sie haben uns entdeckt, glaube ich, ja. Ja. Mal die Pistole raus hier, ne? Ne, ich nehme die doppelläufige. Bam! Bam! Und den ersten weg. Also die Pistole macht nicht so viel Damage. Ah, die hat ja auch unendliche Munition, ist ja auch nicht so viel Ammo, wenn die gut Schaden machen würde. Weitere Feinde entdeckt. Aber meine Schroti ist halt echt in einem guten Nahkampf. Ah, die kommen von oben, ganz viele von oben. Die haben Granaten nach mir, die Wichser. Okay, ich wechsle doch wieder auf mehr Distanzwaffe. Aua, das tut weh. Ey, die Wichser, die Wichser! Die pushen! Die werfen Granaten ohne Ende! Haha, jetzt habe ich mit seiner eigenen Grenade gesprengt. Was tut das denn? Ich war scheiße! Also alle, die versuchen zu dir zu rennen, werden von mir zersieben. Das ist gut. Ich stehe hier gut. Achtung, einer wird gerade zu dir, glaube ich. Hat sich selber mitgesprengt. Wenn du Leertaste festhältst und irgendwo hinzielst, rennt er automatisch in die nächste Deckung. Ah, der wirft wieder eine Granate direkt zu mir. Die sind gepanzert. Ich hab wieder einen getötet. Ja, manche von denen sind echt ein bisschen krass. Fuck! Scheiße, hilf mir, hinter mir! Ja, sorry, ich hab hier vor mir selber 3 Stück. Hab einen. Nächsten. Candle und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Cobra. Leer, alles leer. Nice. Was haben die denn dabei gehabt? Munition, die beiden hier. Ich glaube, so langsam komme ich auch in die Steuerung rein. Ja, schon geht einigermaßen. So, es fühlt sich gar nicht mal so schlecht an. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft gesehen. Oh, es gefällt mir nicht. Oh, was jetzt? Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Checkpoint. Holen Sie sie raus. Checkpoint ist immer ein schlechtes Zeichen, Foto, merkt ihr das? Wegen? Weiter kommt viele Gegner. Brava! Sind bereit? Ich öffne die Tür. Warte! Okay. Warum brauchst du was so lange? Ich guck mir die Umgebung wenigstens an. Die Leute wollen ja ein bisschen was sehen. Oh, hinter dir. Warte, ich setz Sensor. Ja, da nee, drüben safe. Sind wir doch, da sind welche. Zwar viele. Ja, dann hol ich Deckung und Granaten rüber. Nein, das sind Hostages. Geißeln, du hast da keine Granaten hin. Das sind alles rote. Die zwei Wissenschaftler da. Siehst du die nicht?
Ja, wir können ja Rechtsgranaten hinwerfen. Gefällt mir nicht. Granaten. Mir gefällt die Granatentaktik hier nicht. Ich laufe mit der Doppelläufigen rein, okay? Granate! Nein! Hast du meine Stealth-Mission hier gefährdet? Aua! Die sind alles Gegner da drüben. Nein, die sind da nicht. Die laufen sogar weg. Ja, der Tegel beschießt mich gerade einer. Gut, die Sounds sind ein bisschen seltsam. Die Sounds hier, wir schauen die Wissenschaftler, ich habe meine Wissenschaftler gerettet. Versteckt ja, sich gut. Hier bei mir. Mach du das, ich mach die Gegner weg. Oh, was habe ich hier? Eine einfache Baseballmünze. Nehmen wir. Die setzen wir gleich. Wir wissen darüber, ey. Du lootest immer das gute Zeug, ich will auch was haben. Ja, sorry. Aber ich habe zu dir gesagt, komm mit und du nö. Ich will auch was looten. Wie lootest du die? Vorstellen, F festhalten. Ja, wenn F da steht, aber wenn kein F da ist, dann kann ich nicht looten. Schau mal, die arme Dame hier, die hättest du mit Granaten fast getötet. Das war die Dr. Kendall. Feinde entdeckt. Oh, oh, Feinde, wo? Hinter uns. Granate. Ja, ich denk mal Dr. Kendall, ne? Ja, werf doch die Schweine, das war fackte Granate, du Affe. Der hat schon, der hat einen Baseballschläger. Der werft die Granate nicht. So bossmäßig mit der Shotgun. Da hinten gegenüber, gegenüber von dir ist einer. Hinter der links, links. Ich weiß, aber der kann mich nicht treffen und ich ihn auch nicht, weil beide Deckung stehen. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn Shotgun ist geil. Wo ist sie schon fort? Genau, hier ist wieder was Gutes. Allzweckholz drin. Erste Hilfe. Ihr Zug, Agent. Wir müssen hoch aufs Dach und das Dach sichern. So, das hier Munition. Munition nehme ich gerne mit. Dankeschön. Wir benutzen eine Leiter, super. Steuerung. Ah ja, gut. Geht sogar da übrigens. Habe ich nicht gesehen. Stand bei mir. Jetzt mal wieder schnell die Feuerwaffe nehmen, falls hier irgendwas nicht nahkampftechnisches kommt. Ja, wir müssen das Dach sichern, da wird jetzt die Hölle los sein. Ich vermute auch fast. Wo bist du schon wieder? Direkt hinter dir, aber du bist immer so schnell. Ja, aber ich halt was von solchen Spielen schon ein bisschen verstehe. Ja, die Grafik ist echt awesome, die gefällt mir echt. Ja, wir auch. Und vor allem bleiben die FPS konstant eigentlich. Ja gut, bei zwischen 60 und 40 und 30. 5 Bedrohungen. Munition. Ja, 5 Bedrohungen habe ich hier. Was? 5 Bedrohungen? Ja. Ach, da oben, ja, ich sehe sie. Okay, dieser lass mich versuchen zu stealthen, okay? Zumindest mich ranschleichen, damit der Shotgun was abziehen kann. Ja, mach halt, die beschießen unseren Heli. Okay, los geht's. Aber irgendwie ist die Doppelläufige auch nicht so mega stark. Alter, diese Explosionen. Die machen mir mega die verworrene Sicht gerade. Alter, da oben hat eine MG oder so irgendwas. Oh yeah. Der hat einen Raketenwerfer, kein MG. Doch, der hat irgendeine Schnellfeuerwaffe. Gib den Shotgun und das interessiert ihn einfach nicht. Oh Mann, der ist ein ziemlicher Babo. Dann mach erstmal die anderen Lappen da weg. Wir fahren mit dem Chef. Ja, der Chef hat ordentlich. Jetzt habe ich ihn.
Danke. Alter. Mein Loot. Ja, aber die Piste geht eigentlich auch voll. Ist natürlich nicht mehr ganz so babbel wie die Maschinengewehre, aber für die Piste ist die doch voll doch okay. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Jawohl. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Jawohl, Superman! Obala! Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Also, ich würde sagen, das war die erste Folge von The Vision. Die erste Mission, erfolgreich abgeschlossen. Wir haben eine zweite Fähigkeit freigeschaltet. Und noch eine Fähigkeit nicht zugewiesen. Ey, cool, ich habe zwei neue Waffen und ein Holster. Jo, und deswegen beende ich jetzt mal die und wir sehen uns gleich wieder mit der nächsten Mission. Bis gleich, tschüss. Nice!